Schon und hier ist Martin Warnke. Genau, und seines Zeichens ist er Dichter. Dichter, Lyriker, ist ja das Gleiche. Zeichner, Collageur, ja. Collagenmacher. Und wir sind heute hier. Interdisziplinärer Künstler, würde ich sagen. Aber ich bin heute hier und habe hier meine aus meinen Gedichtbänden gelesen. Ich halte euch mal hier in die Kamera. Streetcar named Goldhammer. Und Konfuzius in Stammhausen. Ein bisschen Philosophie ist da mit Sicherheit drin. Also wir haben gerade die Lesung hier gehört. War um 16 Uhr, 25 Minuten, war sehr interessant. Ihr könnt ja jetzt nachträglich noch ein Mini-Video sehen darüber. Und erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, diese Gedichte zu schreiben? Ich bin ja eigentlich gelernter Comiczeichner und ich habe immer meine Libretti auch selber geschrieben. Beim Comics sagt man eigentlich Szenarien für die Comics. Und ich habe ja auch früher Comicbücher veröffentlicht und Fortsetzungsgeschichten in Zeitschriften und so gemacht. Und habe aber selber für mich das literarische Schreiben nie so ernst genommen. Das hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, eigentlich so kleine Miniaturen habe ich immer so geschrieben, einfach so als Notizen. Und auch um mich selber so manchmal für Malereien oder Collagen zu inspirieren. Und so ist es dann entstanden. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das hat ja so richtige Gedichtform. Ich könnte ja jetzt auch mal so Themen, die mir so unter den Nägeln brennen, mal so versuchen, die in Gedichtform zu verfassen. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Und deswegen habe ich jetzt nicht aufgehört zu zeichnen oder Collagen zu machen, aber ich betreibe das halt ernsthaft seitdem. Und die Ideen, habe ich vorhin schon mitbekommen, hast du zum Teil durch die Fotos von Dorothee Schäfer? Ja, das war ein bisschen eine Inspiration. Dorothee Schäfer hat sehr schöne Bilder gemacht zur, entlang der Linie 302. Und wir haben uns auf der Bo-Biennale kennengelernt, das ist ein Festival in Bochum gewesen. Und das findet auch im nächsten Jahr wieder statt. Ja, hier kann man auch ein paar Zeichnungen von mir sehen. Das ist der Katalog der Bo-Biennale. Da habe ich dann so als Street-Art-Künstler, habe ich zum Beispiel hier einfach die Veranstaltung zum Teil, aber auch so ein bisschen die Straßenszenerien oder so Festival-Sachen porträtiert. Und die haben dann Eingang in den Katalog gefunden. Ja, super. Sehr schöne Sache ist zum Beispiel dann hier, wo sich das so ergänzt mit den Fotos. Also hier war zum Beispiel so eine Installation von einer Künstlerin. Und ich habe dann den Tunnel von der anderen Seite gezeichnet. Und das ergänzt sich dann sehr schön. Und man kann dann wirklich im Katalog dann nachvollziehen, wie das vor Ort wirklich gewesen ist. Cool, sieht toll aus. Und die sind halt über die verschiedenen Tage während der Bo-Biennale entstanden. Ja. Ich habe dort auch meine Gedichte gelesen.
Oh, super. Wie bist du hier zu Seniale gekommen? Bist du angesprochen worden oder hast du selbst irgendwie? Also wir haben gemeinsam während der Biennale haben wir beschlossen, haben wir davon gehört, dass hier ein Festival stattfinden soll. Und dann haben wir uns gemeinsam beworben. Es war ganz simpel. Also man konnte halt einreichen, was man gerne zeigen wollte, und das haben wir gemacht. Und es ist für gut befunden worden und akzeptiert. Ja, hat mich gefreut, dass ich dich hier heute sehen durfte. Haben Sie auch gefreut? Ein bisschen Info habt ihr jetzt, aber wir beide werden uns noch mal sehen, aber dazu dann irgendwann später. Und also, viel Spaß mit meinen Gedichten. Genau, also könnt ihr kaufen in jeder Buchhandlung. Beide, ne? Kriegt das mal in die Shownotes rein von mir. Ja, oder bestellen direkt bei mir beim Verlag. Hans A. Ring Verlag. So, da wisst ihr Bescheid. Viel Spaß noch heute. Zusammenstehen mit einem Wort. Danke dir. Anna. Bitte einblenden. Blende dich ein. Ausstellung von Martina Keil und Dietmar Clermont. Und was ihr hier seht, sind Seeigel. Die sind zum Großteil nachgemacht, bis auf einen einzigen. Martina Keil hat mir gerade erklärt, dass diese Kunst, die sie hier erstellt, mehr den archaischen Ursprung der Menschheit darstellt. Ich das jetzt hoffentlich richtig erkläre. Und wenn ihr dann hier so rüber guckt, dann seht ihr so die Dekoration, wie man so aus Afrika so herstellt, herkennt. Und hier diese Stange, daraus kann man zum Beispiel auch ein Haus bauen. Das ist eine sehr faszinierende, skulpturartige Kunst. Wunderbar. Wenn wir weitergehen. Klasse. Was man nicht vergessen darf, das ist so wirklich tiefe afrikanische Kunst, die sie hier verarbeitet. Ihrer eigenen Art und Weise. Wunderbar. Wasser mit Apfel, Gurke und was ist da noch drin? Rosmarin und Limette. Und hier gibt es jede Menge Informationen zum Thema Trinkwasser. Und zu den Damen, wollt ihr mit drauf? Nein, die wollen nicht drauf. Da werde ich mal auf jeden Fall drüber berichten. Und ihr hört im Hintergrund, ich bin hier im Hier ist nicht da, so einige schöne Indie-Pop-Musik aus den 80ern. Man wusste sie denn, man sieht es gar nicht. Jeder von uns in sich hat, so wie das Gespür für das Gute
die Hoffnung, das Unvermutete Mutige, das Unvergessen zu Hütende, das Urige. Und so fand eine Entwicklung statt, die in sich Perspektive hat. Man nahm die Fehler, das Leiden, das Große, das Unten, das Scheiden der Natur und des Menschen, den Bergbau in seiner tiefschwarzen Gänze, und man nahm sich seiner als Objekt an und nahm sich die Dinge, die an sich perfekt waren, die Ästhetik, das Zusammen, das Eins, und schuf eine Kunst, die das alles vereint. Dieses Vermächtnis zu hüten, in einer Zeit, in der die Welt auseinandertreibt, in der der Mensch lieber untereinander bleibt, ist von oberster Güte. Es ist moralisch, wie Kunst nur sein kann, denn sie schafft etwas, das man nur gemeinsam als Gruppe begreifen kann und das Toto pro pars als Wahrheit erscheint. In einer Zeit, in der man sich abriegelt und die eigenen Gräben nach unten ausdehnt, ist das Kumpelhafte, das Leiden, das Bewahren der Geschichte verpflichtend. Ausstellungsgeschichte vom Signale und ich bin hier mit Herbert Simon-Feldmann ist mein Name. Wir sind hier im Justizzentrum und er hat eine ganz besondere Ausstellung. Im Hintergrund seht ihr vielleicht die Elefanten da, ne? Und hier sind 50 Stück, hat eine besondere Bewandtnis. Sag ja, erst mal, wie das angefangen hat. Ja, angefangen hat das mit dem ersten Besuch in Namibia. Dadurch bin ich so aufs Tierezeichnen gekommen. Dann hat sich das so ergeben, dass ich mit Kohle gearbeitet habe. Das sind alles Kohlezeichnungen.
Und im Laufe der Jahre sind dann so Tierschutzprojekte und solche Dinge in Fokus gerückt. Man hat immer wieder was Neues kennengelernt, ob mit Elefanten oder mit Raubtieren oder so. Und ja, dann habe ich für eine Ausstellung in 2019 angefangen, überlegt, was ich machen will, und habe dann entschieden, das nur mit Elefanten zu machen. Und habe dann eine Werkreihe gestartet, die heißt 50 Elefanten. Das sind 50 mit Kohle gezeichnete Elefantenporträts auf Papier. Mhm. Das sind sehr individuelle Zeichnungen. Ich habe versucht, wirklich so einen Porträtcharakter dahin zu kriegen. Das hast du auch, wirklich. Und ja, diese, wenn man die dann als Block gehängt so sieht und da gegenüber steht, sieht man nichts anderes mehr als Elefanten. Man wird Bestandteil der Herde. Und dann funktioniert das mit den Elefanten bei den Menschen ganz spannend, immer sehr emotional. Mhm. Ach, guck mal, der Kleine, wie schön der guckt und sowas. Ne? Und dann gab es diese Ausstellung auf Zollverein. Und am Ende dieses Blockes mit 50 Elefanten gab es dann die Information, das sind die 50 Elefanten, die jeden Tag erschossen werden. Habt ihr gehört, ne? Und 50 das am wird Tag. Dann 50 pro Tag. Es ist wahrscheinlich, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber das ist mal so eine runde Zahl, die man so benutzen kann. Ne? Und um diesen 50 oder dieser Zahl 50 Gesicht zu geben, gibt es diese Elefantenporträts dazu. Also hat eine besondere Bewandtnis, warum die Zeichnungen 50 an der Zahl sind. Und die sind wirklich lebensecht. Also wenn ich davor stehe, denke ich stehe wirklich vor einer Herde Elefanten. Müsst ihr gesehen haben. Ist auf jeden Fall, Herbert, werde ich auch nochmal extra interviewen zu ihm ganz persönlich, und da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja, ich bedanke mich bei dir für deine Ausführungen, für eure Aufmerksamkeit und Glück auf von mir und von Herbert. Vom Herbert, ne? Tschüss.
Bei uns in der Küche und ich habe versucht, ihr zu erklären, wie es mir geht. Das war eine Situation, wo es mir nicht so gut ging. Und habe aber sofort gemerkt, dass sie das gar nicht gecheckt hat und ich mich da total unverstanden gefühlt habe. Und dann habe ich den Song geschrieben. By different doubts, the bearings over the counter conversations fade, and there's no break wall between us. We're all between us, a fish in the frost, a deer in the sea, and my tea is cold, and my brain full of thoughts. Let me breathe. When I try to find words, and you don't. Try to explain this boiling land, and I try to form words so you don't understand. But I try to explain this boiling land. So, der Hochpotologe sitzt jetzt in Trinkhalle am Flöz, hier an der Bochumer Straße. Wir machen Abschluss mit dem Mückebier aus Essen. Prost nach Essen. Und wie fanden wir? Toll. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Lohnte. Die Senial ist vorbei. Wir hoffen, dass sie wiederholt wird. Und wir sagen Prost auf diese super Veranstaltung. Und an alle Künstler und Künstlerinnen. Ihr habt super tolle Sachen gezeigt, geleistet und gemacht, getan. Macht weiter so. Und man sieht sich, ne? Glück auf. Tschüss.